Kapitel 8 Ein Weg an die Spitze. Der Kampf endete mit einem deutlichen Sieg des Team Polana Watra in Runde 3 und ließ sie somit als Sieger aus ihrem ersten Ligakampf hervorgehen. Sehr gute Arbeit, ihr beiden. Für einen ersten Kampf war das sehr gut. Mir hat die Strategie in Runde 3 sehr gut gefallen. Ihr solltet allerdings noch etwas trainieren, wie ihr gegen Fernangriffe klarkommt. Viele Pokémon greifen sehr gerne auf sie zurück, deswegen ist es immer wichtig zu wissen, wie man sie umgehen kann. Eine laute Stimme ertönte aus dem Eingang der Ebene. Monagoras. Sei ehrlich zu ihnen, Amagaga. Die beiden sind keine schlechten Kämpfer, aber ich sehe euch im besten Fall am unteren Ende der Oberliga, wenn ihr voranschreitet wie derzeit. Kell war alles andere als erfreut über diesen Einwurf. Während Aurora das Ganze eher sachlich aufnahm. Was sollen wir denn deiner Meinung nach machen, um besser zu werden? Simpel. Versucht an ein Feuer und einen Eisstein zu kommen. Wenn ihr euch entwickelt, habt ihr viel mehr Möglichkeiten. Wenn ihr euch entwickelt und dann fleißig trainiert, könntet ihr vielleicht eines Tages Chancen auf die Königsliga haben. Entwicklung? Natürlich wusste Kell, dass es dieses Prinzip bei Pokémon gab, doch nun, so direkt damit konfrontiert, wirkte es doch sehr eigenartig. Vor allem hatte er sich gerade an seine neue Form als Fukano angepasst. Aurora hingegen wirkte deutlich überzeugter von der Idee, während Amagaga seinem Teamkollegen zumindest teils widersprach. Dass du dich wirklich traust, in diesen Zeiten von Entwicklung als notwendig zu sprechen. Team Nordica kommt dir nicht in den Sinn. Monagoras fing Kells fragenden Blick auf. Mir schon, aber willst du mir wirklich erzählen, dass dir das nicht sagt, Fukano? Beruhig dich doch, Monagoras. Hast du denn schon vergessen, woher er stammt? Also, Kell, Team Nordica sind derzeit die Champions der Liga. Platz 1 der Königsliga, Sieger des viertletzten Turniers. Der letztmalige Champion macht bei den Turnieren nicht mit, sondern tritt gegen ihren Sieger an, um den Titel zu verteidigen. Und das tut Team Nordica seit damals jeden Monat aufs Neue. Sie sind gefühlt aus dem Nichts aufgetaucht und ihr fünfmal großes Team beinhaltet gleich zwei unentwickelte Pokémon, weswegen ihr rasanter Aufstieg bei vielen Erstaunen auslöste. Ich lasse mir allerdings von niemandem sagen, dass die beiden normalen Pokémon sind. Im Kampf hat man den Eindruck, es wären irgendwelche Halbgötter oder sowas. Auch wenn das immer noch nichts im Vergleich zu ihrer Teamleiterin ist. Nun verstand auch Kell Amagagas Einwand, doch Auroras Euphorie schien trotz dessen nicht zu schwinden. Wo können wir denn solche Steine herbekommen? Nun, wenn ihr euch wirklich direkt entwickeln wollt, dann will ich an eurer Stelle beim Markt vorbeischauen. In der Regel haben sie ein paar Entwicklungssteine auf Lager, aber das sollte nun euer Problem sein. Also los, macht euch auf! Bevor Kell überhaupt reagieren konnte, sprintete das Vulpix bereits los. Erst am Eingang des Turmes schaffte er es, sie wieder einzuholen. Na komm schon, wenn wir uns entwickeln, dann werden wir in 0, nichts in die Oberliga kommen. Beeil dich! Zwar freute sich Kell über die gute Laune, doch trotzdem musste er sie mindern. Ich will mich aber nicht entwickeln, zumindest noch nicht. Überrascht stoppte Aurora wieder. Was? Wieso denn nicht? Überleg doch einmal, wie viel stärker du werden könntest. Ich habe mich gerade daran gewöhnt, ein Fukano zu sein. Ich brauche zumindest etwas Zeit, bevor ich diese Form auch wieder aufgebe. Es wirkte, als wäre Aurora wirklich unzufrieden mit dieser Aussage, offensichtlich mit dem Gedanken, dass es das Team zurückhalten könnte. Doch sie wusste selber, dass sie kein Recht hatte, ihm zu widersprechen. Na gut, dann kümmern wir uns aber um meine Entwicklung. Aber denk nochmal darüber nach, okay? Kell folgte Aurora nun in einen weiteren Bereich der Stadt, welchen er noch nie zuvor gesehen hatte. Eng an eng standen an einer langen Straße entlang schier endlose Geschäfte für alles, was das Herz begehrt. Und auch vieles, was es nicht begehrt. Dieser Ort wirkte, abgesehen von einem kleinen Krater im Boden und kleineren Schäden an manchen Wänden,
relativ unversehrt von den vergangenen Ereignissen. Allerdings war die Stadt an einigen Stellen bereits wieder in einem besseren Zustand. Die Bewohner Kiratowns ließen sich wahrlich nicht beirren von der Zerstörung des Ortes. Aurora steuerte sofort einen bestimmten Laden an, offensichtlich im vollen Bewusstsein, welcher dieser Orte denn der richtige sei für ihre Ziele. Kaum hatten die beiden das Gebäude betreten, fiel Kells Blick auf die Reihen an wenig befüllten Schränken. Viele von ihnen fassten nur wenige einzelne Artikel, manche waren ganz leer. Es war schwer für Kell einzuschätzen, ob dies ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für den Laden war. Entweder verkaufte sich die Ware viel zu gut oder es war kein Geld mehr für Waren da. Aurora schien jedoch wieder keine Gedanken an so etwas zu verschwenden und trat direkt zur Kasse, hinter welcher ein Porenta stand. Hallo, kann ich hier einen Eisstein kaufen? Der Verkäufer zögerte einen Moment. Also, Eissteine haben wir seit Wochen nicht mehr anbieten können. Unsere Lieferanten bringen einfach keine mehr. Weshalb wissen wir selber nicht, aber niemand traut sich derzeit den Eisberg im Osten zu besteigen. Es gibt dort Eissteine in Massen, von dort stammen auch unsere Lieferungen, aber so leid es mir tut, wenn du dringend einen Stein benötigst, dann wirst du woanders suchen müssen, ne? Kell schossen zwei Dinge durch den Kopf. Einerseits war es natürlich ein riesiges Pech, dass Aurora sich nun nicht entwickeln könnte. Doch sein zweiter Gedanke, seine Befürchtung, stellte sich sofort als richtig heraus. Kell, wir müssen los! Zum Eisberg! Wenn es nicht sein soll, dann müssen wir uns den Stein eben selber besorgen. Eine große Reise zu einem vermutlich gefährlichen Ort war wirklich nicht, wonach er sich gerade sehnte. Ist es wirklich so wichtig, dass du den Stein bald bekommst? Können wir nicht einfach noch etwas warten? Es gibt seit Wochen keine Steine mehr, du hast es gehört. Wir müssen selber aktiv werden oder wir schaffen es nie. Und du hast Onagoras gehört. Und vertraust ihm immer noch blind. Ein weiteres Mal hatte das Fukano den Anblick des Zornes in den Augen des Ligaleiters im Kopf. Aurora hingegen schien alles andere als verständnisvoll. Lass diese Scheiße fallen, Kell. Du hast kein Recht, ein ehrenvolles Pokémon wie ihn zu verurteilen, weil du übermüdet geglaubt hast zu sehen, dass er wütend war. Es ist Schwachsinn. Also, ich gebe Amagaga und ihm Bescheid, dass sie keine Ligakämpfe für uns planen. Geh am besten schon mal zum Haus, ich komme gleich nach. Ohne weitere Worte rannte sie wieder einmal los und ließ Kell dieses Mal alleine zurück, in einer ihm immer noch fremden Gegend. Doch er wusste selber, er musste zumindest versuchen, den Weg zu finden. Und glücklicherweise hatte er den Weg auch besser im Kopf, als er sich selber zugetraut hätte. Es dauerte nur rund 20 Minuten, bis in der Ferne Auroras Haus in sein Sichtfeld trat. Und trotz seines recht hohen Tempos wartete die Hausbesitzerin bereits am Zaun. Wo bleibst du denn? Wir wollen aufbrechen. Zum ersten Mal entschied sich Kell, sich tatsächlich gegen eine derart gereizte Aussage zu wehren. Wenn du mich allein in einer Stadt zurücklässt, die ich nicht kenne, dann hast du kein Recht, dich bei mir zu beschweren. Außerdem, du willst aufbrechen zu diesem Eisberg. Ich hatte nicht einmal Mitspracherecht. Dieser Widerspruch ließ Aurora aufschrecken. Einerseits, weil sie wirklich nicht damit gerechnet hatte, doch vor allem, weil sie wusste, dass Kell recht hatte. Aber verstehst du nicht, wie wichtig mir diese Entwicklung ist? Das kann ja sein, aber das heißt nicht, dass ich mich von dir herumhetzen lassen muss. Ich bin immer noch ein eigenes Pokémon, ob du es akzeptieren willst oder nicht. Kurz verstummte die Angesprochene, doch fuhr schnell trotzig fort. Also ich gehe. Wenn du nicht mitkommst, dann gut, zwinkern ich dich wohl nicht. Dann breche eben ich in 15 Minuten auf. Zwar war Kell zufrieden damit, dass Aurora zumindest realisiert hatte, dass er immer noch für sich selber entschied. Doch ihm war wirklich nicht wohl dabei, tagelang alleine in einer ihm fremden Welt zu bleiben. Um Aurora machte er sich eher weniger Sorgen. Immerhin wäre alles, was geschehen könnte, ihre eigene Schuld. Als Aurora ihm nun den Rücken zuwandte und das Haus betrat, kamen Zweifel in Kell auf. Hatte sie auch nur im Ansatz etwas aus dieser Diskussion mitgenommen? Irgendwie bezweifelte er es. Im Verlaufe der letzten Tage hatte er begonnen zu hoffen.
Er hatte begonnen zu hoffen, dass sein neues Leben tatsächlich ein besseres werden könnte, doch nun begann die Hoffnung langsam zu schwinden. Manche Pokémon waren nicht besser als Menschen und Epsilon. Epsilon war eine völlig andere Geschichte. Doch gerade als auch der ehemalige Mensch das Gebäude betreten wollte, durchzuckte ein heller Blitz alles. Als das Licht langsam schwand, fand er sich in einer völlig fremden Gegend wieder. Anscheinend hatte sich ein Plothole geöffnet und zum ersten Mal wahrlich in Kells Bei- und Bewusstsein. Sofort spürte Kell die Kälte, welche nun die Luft erfüllte, gerade im Vergleich zu seiner vorigen Umgebung. Nur wenige Meter weiter erblickte er auch Aurora, die ebenfalls recht verwirrt wirkte. Doch anders als Kell erkannte sie sehr schnell, wo genau sie nun gelandet waren. Schadenfreude füllte ihre Stimme, als sie sich zu Kell umdrehte. Dieses Plateau hat uns direkt zum Eisberg gebracht. Ich konnte zwar nichts mehr packen, aber es ist trotzdem recht praktisch, nicht? Und gerade jetzt, wo du schon hier bist, kannst du auch ohne Bedenken mit zur Spitze kommen, oder? Beide Pokémon wussten, Kell hätte keine andere Wahl. Alleine würde er keinen Rückweg finden und auch nicht in der Eislandschaft klarkommen. Allerdings schlauchte es ihn sehr, dass ohne jegliche Arbeit ihrerseits Aurora nun doch bekam, was sie gewollt hatte. Und gerade dieses Ereignis machte auch noch unwahrscheinlicher, dass sie irgendetwas aus dem Gespräch lernen würde. Eher im Gegenteil. Sie hatte auf ihrer Meinung bestanden und war nicht bereit für Kompromisse und sie hatte am Ende vollkommen erhalten, was sie wollte. Eher würde sie dies bestärken in dem, was sie derzeit tat. Als hätte ich eine Wahl. Also los, bringen wir es hinter uns. Ohne weitere Worte begann Aurora einem Pfad zu folgen. Offensichtlich war ihr diese Gegend nicht vollkommen fremd, ansonsten würde sie sich nicht derart entschlossen voranschreiten. Doch auch in diesem Punkt war Kell sich schon nicht mehr sicher. Vielleicht tat sie ja auch nur so, als wüsste sie wirklich den Weg. Es wirkte einfach nichts mehr sicher. Unschlüssig musste er ja also folgen. Eine Gegend wie diese hier hatte Kell in seiner alten Heimat niemals gesehen. Zwar wusste er, theoretisch existierten derartige Orte, doch bei den Menschen war immer alles anders gewesen. Wer in ihrer Welt abrutschte, kam nie wieder nach oben. Wer arm geboren war, hatte niemals die Gelegenheit, an einen besonderen Ort wie diesen zu reisen. Unter diesem Gesichtspunkt war Kell sogar froh über den Ausgang der Lage. Außerdem war er sich selbst recht sicher, am Ende wäre er vermutlich so oder so mit auf diese Reise gekommen. Nicht, weil er sich für Auroras Entwicklung interessierte. Nicht, weil er sich Sorgen machte. Sondern weil er vermutlich keine Woche ohne jegliche Idee, wohin in einer derart fremden Welt durchgestanden hätte. Aber dieses Gefühl der Orientierungslosigkeit, das wohin, begann auch an Auroras Seite bereits in ihm an diesem Ort aufzukommen. Es war eine Gegend in den Augen eines wenig herumgekommenen Menschen jenseits von dem, was es wirklich gab. Bilder hatte er gesehen, doch hier spürte er nun, wie anders es doch immer war, einen solchen Ort wirklich zu sehen. Und irgendwo verstörte ihn dieser Anblick im Vergleich zu seiner alten Welt auch. So sehr war es alles dort verkommen, dass die Natur, die solche Monumente wie diesen Gipfel erschuf, dort machtlos gegen eine sinnlose Zerstörung schien. Jeder dieser Gedanken bestätigte Kell im Nachhinein noch einmal in seinen Taten aus seiner Heimat und löste ein leichtes Freudengefühl in ihm aus. Eine zweite Chance. Aber womit hatte er eine zweite Chance verdient? War diese Welt wirklich dies, wovon er so oft sprach?